Also wir sind in der Kuh von Lies. Lies ist gerade neben Biel und das ist unsere Hometown. Und das ist immer gut, so vor einer Tournee wieder nach Hause zu kommen, wo man wirklich daheim ist. Und das ist für uns hier im Seeland, weil eben die letzten 2-3 Jahre sind wir ziemlich viel unterwegs gewesen. In den letzten 2 Jahren hat sich alles verändert bei uns. Es ist nicht nur der Simon ausgestiegen, der Ausstieg von ihm war so wie ein Teil von einem riesen Wechsel bei uns. Also wir haben einen neuen Vertrag unterschrieben, wir haben das Album mit einem neuen Produzenten gemacht, wir sind auf London gezogen, wir sind auf Berlin gezogen. Also die letzten 2-3 Jahre waren also extrem. Und, es ist eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Vor 2 oder 3 Jahren ist bei uns so ein Zyklus zu Ende gegangen, man hat es gespürt. Also der Ausstieg von irgendeinem Mitglied war nicht überraschend gewesen. Es ist komplett anders als Tonien, weil wir haben ja 15 Jahre oder so zusammen Musik gemacht auf der gleichen Bühne und haben einfach immer die gleiche Aufstellung gehabt, immer durch. Und jetzt fehlt eine Person. Und als Simon ausgestiegen ist, habe ich wie ist es für mich sehr schwierig, das loszulassen und das zu akzeptieren, dass die Leute nicht für immer 19 sind und vielleicht irgendwann etwas anderes versuchen, etwas anderes machen. Das ist also, es hat im Album ein Ziel, das heisst «Standing here, going nowhere». Ja. Ist das so ein bisschen... Das war das Gefühl, das ich hatte, bevor wir auf London waren, wo niemand genau gewusst hat, wie es jetzt weitergeht, ob man überhaupt weitermachen will. Das war eine Frage, die über die Luft war. Wirklich? Und wir haben das, ja, weil wir haben das so lange gemacht. Und wir haben so viel zusammen gesehen und man spürt, dass irgendetwas wird sich verändern. Inhaltlich, textlich bei diesem Album wollte ich ehrlicher sein. Wir wollten ehrlicher sein, als wir es vorher waren. Was wir vorher gemacht haben, haben wir mehr so, keine Ahnung, Songs gemacht, keine Ahnung, wie Man on Mars. Oder Technology oder was hat's noch, Skyline. Das waren mehr so Aufbruchsfanfaren und weißt, und I take it all und so. Ja, eben so olympisches Zeug halt. Und das sind mehr so. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Es war nicht so persönlich gewesen. Es war mehr so ein für die Masse, für die Leute, zum Mitsingen und so. Aber es war zu viel in uns drin, wo wir müssen. Verarbeiten das mal, dass wir einfach weiterhin so können, weitermachen, was vorher ist gesehen. Und ja, Get Over You zum Beispiel ist auch mir persönlich, ich habe mich auch von anderen Leuten müssen verabschieden oder ich habe mich getrennt von Leuten und so. Das ist einfach, das Album verarbeitet etwas. Das ist so. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Sehr glücklich.